Ja, ich freue mich, dass ihr da seid zu unserem allmonatlichen Kochabend. Ich freue mich sehr. Uschi, was hast du uns denn Leckeres mitgebracht heute? Ihr könnt heute wählen zwischen Nudeln oder Kartoffeln. Oh, ist der Strom weg? Ich habe doch so einen Hunger. Was machen wir denn jetzt? Warte mal. Oh. Nee, Ofen ist aus. Der Licht geht auch nicht. Der Kühlschrank ist auch. Nee, funktioniert nicht. Und von deinem Handy-Akku wirst du auch nicht lang was haben. Lass uns lieber eine Taschenlampe nehmen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, also, was können wir denn zubereiten und essen, wofür wir keinen Strom brauchen? Strom ist wieder da. Das hat ja gar nicht so lange gedauert. Ja, haben wir noch mal Glück gehabt. Und manchmal hat man eben Glück, wenn so ein Stromausfall nur wenige Augenblicke dauert. Aber es kann durchaus sein, dass so ein Blackout auch über mehrere Stunden oder gar Tage andauert. Und haben Sie sich dann schon einmal Gedanken gemacht, was Sie in so einem Fall für sich und Ihre Familie kochen könnten? Und wie das geht, auch ohne Elektroherd, das wollen wir gemeinsam mit Ihnen erkunden. Denn für das Kochen ohne Strom starten wir einen Rezeptwettbewerb. Bringen Sie Ihre Ideen und Erfahrungen für das Kochen ohne Strom in diesen Wettbewerb mit ein. Machen Sie mit bei unserem Rezeptwettbewerb. Und die besten Rezepte werden wir veröffentlichen, und zwar in einem Notfallkochbuch. Ja, und wie das geht, also die Teilnahmebedingungen, sowie den Ratgeber für Notfallvorsorge des BBKs, zum Download finden Sie auf der Homepage des BBK unter www.bbk.bund.de. Und natürlich auch in der Videobeschreibung.